auch. Und an die Wand! Mit 4 Buchstaben. Griechischer Gott mit. Es gibt keinen griechischen Gott mit 4 Buchstaben. Guten Abend, Herr Punze. Ah, oh, Frau Stieger, wieder was vergessen? Also so oft ist das nun auch wieder. Meine Handtasche mit den Hausschlüsseln. Ach, die Handtasche. Vergessen Sie nicht, das Licht auszumachen. Das habe ich noch nie vergessen. Wiedersehen. Wiedersehen. Frau Steger, Handtasche vergessen. Zeus. Gibt es einen griechischen Gott mit 4 Buchstaben? Zeus. Thank you.
Hände hoch! Weg vom Tisch! Ach, die Frau Steger. Da lagen wir ja gar nicht so falsch. Sind Sie das? Ja, das bin ich. Bei Ihnen piept's? Ja, bei mir piept's. Und wer ist das? Das ist ein Kollege von mir. Und was ist das für ein Kollege? Kriminalpolizei. Mordkommission. Aber irgendwas muss doch vorgefallen sein von den Schüssen, Frau Steger. Was soll vorgefallen sein? Das frage ich Sie. Ich hatte meine Handtasche vergessen. Plötzlich stand Herr Altig auf dem Gang und bedrohte mich mit einer Waffe. Dann fielen die Schüsse. Und dann? Ich habe geschrien. Ich hatte schreckliche Angst. Bis Herr Plonzew kam. Herr Altig ist einer unserer beiden Sicherheitsdetektive und mein Vorgesetzter. Ich habe dann die Polizei angerufen. Also ich verstehe das alles nicht. Und den Chef habe ich auch angerufen, Dr. Hensoldt. Haben Sie nach den Schüssen Schritte gehört? Vielleicht hat mich Herr Altig für einen Einbrecher gehalten. Plonzew, wie kann man von diesem Gelände unbemerkt fliehen? Kann man eigentlich nicht. Was heißt eigentlich? Der Sicherheitszaun ist mit der Alarmanlage gekoppelt. Ja, und? Herr Plonzew, ich habe Sie gefragt, was heißt eigentlich? Ich bin nach den Schüssen gleich losgelaufen, hierher. Und das hätten Sie nicht dürfen, oder was? Nein, ich hätte warten müssen, bis der Kollege von der Außenstreife eintrifft. Und warum haben Sie das nicht getan? Hätten Sie das gemacht? Das ist eine gute Frage. Die Schüsse sind alle auf der linken Seite eingedrungen. Hier, hier und hier. Leo! Von hier aus wurde er erschossen. Dann kannst du mir mal sagen, wo deine Spurensicherung bleibt. Alles klar. Ach, wo kommt ihr denn her? Wir waren beim Schwimmen. Ihr könnt schon anfangen. Das ist Frau Steger, meine Mitarbeiter. Guten Abend. Dürfen wir mal? So, meine Herren. Frau Steger, bitte. Kennen Sie den Mann da unten? Zu unseren Leuten gehört er nicht. Ja, das ist mein Freund, Herr Lindström. Wie kommt der hierher? Ich habe ihn vorhin angerufen. Ich habe Angst, allein nach Hause zu fahren. Ah ja. So. Jetzt fangen wir noch mal richtig von vorne an, Frau Steger. Mehr weiß ich nicht.
Also, Sie hatten Ihre Handtasche vergessen? Ja, mit all meinen Sachen drin. Kann ich die mal sehen? Bitte. Frau Steger, was ist? Die Handtasche ist weg. Sie ist weg. Kommen Sie. Setzen Sie sich erstmal. Aber sie stand auf meinem Tisch. Vorhin, als ich kam, stand keine Handtasche auf Ihrem Tisch. Sie stand auf meinem Tisch. Haben Sie mir nicht zugehört? Doch. Also mal andersrum. Bevor ich kam, waren nach Ihrer Aussage zwei Leute hier. Wer? Das wissen Sie doch. Willst du aber von Ihnen hören? Plonzew und ich. Na sehen Sie, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Aber warum sollte ich denn meine Handtasche verschwinden lassen? Genau, das ist meine Frage an Sie. Gut, Frau Steger, was sollte Herr Plonzew mit Ihrer Tasche? Und was erschreckt Sie daran, dass Ihre Tasche weg ist? Frau Steger, haben Sie mir was zu sagen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Leon? Mensch, was ist denn? Kommst du mal bitte. Bin gleich wieder da. Ich warte auf eine Erklärung. Hast du die Sprache verloren, Rita? Was ist los? Was machst du hier in der Nacht? Was ist passiert? Und dieser Kerl da unten, du denkst, ich weiß nicht, wer das ist, was? Ich habe dich gefragt, ob du mir was zu sagen hast. Ich hatte im Büro meine Handtasche vergessen. Kann ich mal Ihre Waffe haben? Was wollen Sie mit meiner Waffe? Haben Sie mir nichts verstanden? Ich möchte Ihre Waffe haben. Heute Nachmittag beim Übungsschießen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die Waffe zu reinigen. Die Waffe ist vorläufig eingezogen. Ich stelle Herrn Plonzew eine Quittung aus. Ich verstehe das alles nicht. Was ist denn hier los? Herr Plonzew hat mich angerufen. Darf ich vorstellen, das ist Dr. Hensoldt, mein Chef. Kress, Kriminalpolizei. Brauchen Sie mich noch, Herr Kress? Nein, danke. Wir sehen uns morgen früh wieder. Ich nehme an, Sie sind dann hier. Ja. Mein Gott, Herr Kress, was ist passiert? Ja, Herr Dr. Hensoldt, wir versuchen gerade, uns zurechtzufinden. Ich weiß nur, dass einer Ihrer Mitarbeiter mit drei Schüssen getötet worden ist. Würden Sie bitte mal herkommen? Ist Frau Steger Ihre Geliebte? Muss doch sehr bitten, Herr Kress. Herr Dr. Hensoldt, ich glaube nicht, dass Sie unsere Bekanntschaft damit beginnen sollten, dass Sie mich anlügen. Es ist meine Freundin. Jedenfalls, ich habe das immer geglaubt. Und Sie sind verheiratet? Dann ist er da unten sozusagen Ihr Nachfolger. Ja.
So muss ich das wohl verstehen. Aber ich habe so etwas geahnt. Habe sie seit 10 Tagen beobachten lassen. Wissen Sie was über ihn? Nein, nicht viel. Er ist Kaufmann, selbstständig. Lindström heißt er. Jetzt hör bitte auf. Du hast denn gesagt, dass Schluss ist? Wie kannst du mich sowas fragen? Nach dem, was passiert ist. Und was tragen Sie jetzt da ein? Dass Frau Stieger das Gelände verlassen hat. Mit einer Begleitperson. Autonummer bekannt. Und die Begleitperson? Auch bekannt. Sagen Sie mal, was riecht hier eigentlich so komisch? Der Elektrokocher ist durchgeschmort. Was schätzen Sie, Herr Passauer, wie lange nach den Schüssen der Platz hier nicht besetzt war? Höchstens 2 Minuten. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Nö. Und Herr Plonzew war schon weg, als er hierher kam? Ja, der war schon weg. Später dann hat er mich von oben angerufen. Und weiter? Dann habe ich den Bruder von Herrn Altig angerufen. Der ist hier der Sicherheitschef. Der Bruder? Ja. Aber da lief nur das Tonband. Haben Sie was draufgesprochen? Ja. Dass sein Bruder tot ist. Ja, ich weiß, ich hätte das nicht tun sollen. Nicht auf Band. Aber ich war ganz durcheinander. Ist das Wachbuch? Ja. Das nehmen wir auch mit. Der Lee hat gesagt, wir sollen im Präsidium auf den Wir sehen uns morgen wieder. Was strafst du mich so an? Deine Waffe ist weg. Die haben sie mir abgenommen. Was du mich so anstarrst, habe ich dich gefragt. Der Kocher ist durchgeschmort. Lass mich doch mit deinem scheiß Kocher in Ruhe, ja? Als Sie die Schüsse gehört haben, Herr Plonzew, sind Sie da gleich von hier losgelaufen. Wer sagt das denn? Von hier? Ich war draußen, habe frische Luft geschnappt. Was ist denn das für ein Ton, Herr Plonzew? Da wird er wohl nur fragen dürfen, ne? Kann ich heute bei dir schlafen? Wieso das denn? Ich bin mit Gabi über Kreuz. Ich denke, die ist verreist. Ihr sollt raussuchen, ob gegen die beiden was vorliegt. Hast du mitgeschrieben? Rita Steger, Sekretärin, und Knut Plonzew. Mit Doppel-F, genau. Wachmann. Wir sehen uns dann im Präsidium. Danke, Ende. Georg Altig war ein hervorragender Sicherheitsmann. Er und sein Bruder haben in mindestens 3 konkreten Fällen von Spionage großen Schaden von meiner Firma abgewendet. Wie groß war der Freiraum Ihrer Sicherheitsleute? Na, nicht so groß, dass sie ohne meine Einwilligung mein Zimmer und das Zimmer von Frau Steger verwanzen durften. Und Frau Steger? Was ist mit Frau Steger? Würden Sie für sie die Hand ins Feuer legen? Die Hand ins Feuer. Was für einen altmodischen Begriff Sie da verwenden. Dr. Hensel, darf ich Sie um die Beantwortung meiner Frage bitten? Sage ich nein, könnte es die Antwort eines verlassenen Liebhabers sein. Und wenn Sie ja sagen?
kann das alte, falsch verstandene Solidarität sein. Sie lieben sie immer noch. Dürfen wir hier auch? Ja, ja, macht mal. Die zwei Wanzen habe ich in dem angefunden. Aha. Was machen die denn hier bei der Kälte? Das, was du hier auch machen würdest. Liebe. Ich mache überhaupt nichts mehr. Ist mir alles viel zu gefährlich. Glaubst du, dass die was mitgekriegt haben? Na Quatsch. Was sollen die mitgekriegt haben? Die waren doch viel zu beschäftigt. Auf Steife? Altig wird morgen andere Sorgen haben mit seinem toten Bruder als deine Meldung. Ich mache meine Streifenmeldung. Wenn wir die Ehemänner alle erpresst hätten, die sich hier amüsieren. Was denn? Dann hätten wir ausgesorgt. 20.15 Uhr. Parkplatz am Betriebsgelände. Folgende Wagen haben geparkt. Gibst du mir deine Waffe? Nein. Wir konstruieren, wir erfinden, wir entwickeln. Im Auftrag von Firmen oder auch auf eigenes Risiko. Maschinenbau und maritime Technik. Aber Sie produzieren nicht selber? Manchmal ja. Prototypen, aber selten. Was kommt in den Tresor? Pläne für ein Zwei-Mann-U-Boot. Auftrag einer amerikanischen Touristikfirma für die Karibik. Im gewissen Sinne haben wir einen Weltnamen für maritime Technik. Alles da. Ja, wenn Sie so wollen, können Sie 50% aller Erfindungen für den Krieg nutzen. Oder für Sabotageakte. Wer hat da sonst noch Zugang? Frau Steger, für den Fall, dass ich meinen Tresorschlüssel mal vergessen habe. Nummer 1. Hallo? Hallo? Da bin ich aber überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Wie sind Sie denn in Ihre Wohnung gekommen ohne Schlüssel? Mein Freund hat einen Schlüssel.
Was soll das? Warum rufen Sie mich an? Sie haben Ihre Handtasche auf Ihrem Schreibtisch vergessen. Ist der Freund bei Ihnen? Ja, warum? Das war es schon. Bis morgen, Frau Steger. Rita. Plonzew. Er hat meine Handtasche. Lass ich habe Angst. Was es nicht alles gibt. Dreimal in den letzten zwei Monaten hat die Frau Steger was vergessen. Nach Betriebsschluss. Einmal waren es ihre Ringe, dann war es ein Brief, der noch zur Post musste. Und einmal war es ihre Handtasche. Nichts. Schade, danke. Also gegen die Steger liegt nichts vor und gegen Plonzew auch nichts. Ja? Ja, Leo? Das ist nicht dein Ernst. Ja, okay. Plonzew ist in einer Telefonzelle am Betriebsgelände erschossen worden. Du kannst dich wieder setzen. Der Alte hat gesagt, er kann das allein. Plonzew. Schrecklich, Herr Passauer. Mein Beruf ist schrecklich, ich weiß. Wenn Herr Plonzew zur Schicht kam, was hat er denn da so bei sich? Nur seine Tasche. Ich bin vollkommen fertig. Ich hätte ihm meine Waffe mitgeben sollen, oder? Herr Passauer, meine Antwort nützt niemandem mehr was. Wo ist die Tasche? Hier im Spind. Wollen Sie mich bitte allein lassen? Der oder die Täter haben Plonzew von oben bis unten durchsucht. Die Handtasche. Fotoapparat. Die Steger. Das haben die bei Plonzew gesucht. Wie du die Sachen immer anfasst. Der Plonzew war scharf auf den Fotoapparat von der Steger. Deshalb hat er sich die Handtasche geschnappt.
Dann freu dich doch mal, Werner. Kann ich nicht. Was mit der Waffe von Plonzeff? Die ist schon im Schussversuch. Ich habe extra zwei Kollegen aus dem Bett geklingelt. Dann lass den Film gleich entwickeln. Glaubst du, Plonzeff hat geschossen und Georg Altig getötet? Vielleicht hat er ja. Das wäre einfacher, oder? Ich weiß wohl nichts. Ich muss jetzt los. Warum habt ihr euch nicht ein bisschen aufs Ohr gehauen? Du hast doch gesagt, wir sollen hier auf dich warten. Hat länger gedauert, als ich dachte. Wie ist das mit Plonzeff passiert? Vier Schuss voll drauf aus dem Auto raus. Keine Zeugen. Passauer, der Wachmann, hat das mit angehört im Funkspeich. Chance gehabt, wenn er seine Waffe gehabt hätte. Ach, woher soll ich das wissen? Soll das ein Vorwurf sein, weil ich ihm die Waffe abgenommen habe? Das ist kein Vorwurf, Henry. Die Waffe war frisch beschossen. Ich hab doch gesagt, es ist kein Vorwurf. Kreis hier. Was, wer? Ach, Entschuldigung, Herr Altig. Herr Altig, das tut mir sehr leid mit Ihrem Bruder. Ich möchte Ihnen das lieber persönlich sagen. Wo sind Sie im Moment? Ich bin in der Rechtsmedizin, Herr Kress. Sie die ganze Zeit besuchen. Ich bin in der Rechtsmedizin und möchte meinen Bruder sehen. Wo finde ich Sie nachher? In meinem Büro in der Firma. Würden Sie jetzt bitte veranlassen, dass ich meinen Bruder sehen kann? Was habt ihr erfahren über die Steger und den Plonzeff? Es liegt nichts gegen die beiden vor, gar nichts. Und Lindström, der Freund von der Steger? Was, Lindström? Du hast es nicht gesagt, dass wir da was unternehmen sollen. Ich hab gedacht, da kommt ihr selber drauf. Willst du auch einen Kaffee haben? Ich mag keinen Kaffee, das sollst du inzwischen wissen. Ja, ja, das haben sie bei Plonzeff gesucht. Eine Kamera. Beziehungsweise den Film. Was ist denn das? Das sind Pläne für ein kleines U-Boot. Zweimal in Besatzung oder einer. Was ist daran so spannend? Mann. Vorne eine Sprengladung rein zum Beispiel. Kannst du Kamikaze spielen? Dann heißt das, die Steger hat die Pläne fotografiert, Altig hat sie dabei überrascht und Plonzeff hat ihn getötet. Frag mal Werner Riedmann. Falsch. Jedenfalls nicht mit der Waffe von Plonzeff.
Das haben wir in einem Schussversuch feststellen lassen. Das wäre es aber gewesen. Ist es aber nicht. Du, Leo, du wolltest in der Rechtsmedizin anrufen, wegen Altig. Oh ja, Mensch. Ihr beide könntet euch jetzt um Lindström kümmern, nicht? Lindström hat einen Geschäftspartner. Und der Name? Wie bitte? Hamid Ben Alal. Iraner, Marokkaner oder was? Und die Adresse? Danke, Ende. Rahmatullah. Was heißt denn das? Die Gnade Gottes sei mit dir. Aha. Das ist das Einzige, was ich auf Arabisch kann. Seines Bruders abzusehen. Frau Steger, würden Sie bitte die Tür schließen? Ja. Und wo kann ich Sie erreichen? Er kommt gerade rein. Ich glaube, das ist er. Moment. Tag, Kress. Altig. Für Sie. Für mich? Danke. Ja. Wie? Hamid Ben Alal. Was ist denn das? Arabisch? Ha? Und das ist der Partner von Lindström. Telefonnummer, bitte. Danke. Moment. Ja. Okay, bleib vorläufig hier. Ende. Was machen Sie denn da? Ich bin gekündigt. Von Dr. Hensoldt. Fristlos. Ich warte nur noch auf die schriftliche Begründung. Nehmen wir an, Sie haben gewusst, was Sie gemacht haben, als Sie im Zimmer Ihres Chefs Mikrofone installiert haben. Worauf Sie sich verlassen können. Das Gesetz erlaubt es nicht. Ihr Gesetz vielleicht. Ich bin dafür da, von diesem Unternehmen jede Form der Spionage abzuwehren. Auch wenn ich dabei gegen meinen Chef vorgehen muss. Herr Altig, so können Sie das nicht machen. Ich möchte Ihnen etwas sagen, Herr Kress. Dieses Unternehmen hat den sensibelsten Sicherheitsbereich, den Sie sich vorstellen können. Sehen Sie, die Frau Steger, die war meinem Bruder und mir schon seit längerem auffällig. Und dann entdecke ich, dass Dr. Hensoldt ein Verhältnis mit ihr hat. Das muss mich doch interessieren. Hätte Sie das nicht interessiert? Doch. Ich hätte noch viel mehr machen müssen. Und viel früher. Jetzt ist mein Bruder tot. Heute Nacht hätten wir sie gebraucht. Ich weiß. Ich war die ganze Nacht in der Klinik. Meine Frau, wir haben ein Kind bekommen. Ein Mädchen. Also, es ist so gut wie sicher, dass Frau Steger heute Nacht die U-Boot-Pläne fotografiert hat. Und mein Bruder hat sie dabei überrascht. Und von wem, glauben Sie wohl, hat Frau Steger die Zahlenkombination für den Tresor bekommen? Ich habe Sie schon verstanden. Von Ihrem Chef? Von Dr. Hensoldt. Und das alles sollte mich nicht interessieren? Warum verhaften Sie Frau Steger nicht? Würden Sie das jetzt tun? Nein. Das ist nur der Anfang des Fadens. Ich finde, wir benehmen uns ziemlich albern. Wir sind doch keine Kinder mehr.
aber du benimmst dich so. Ich nehme an, du willst jetzt hier weg? Ja, ich kündige. Wir werden wohl nach Amerika gehen, Lars und ich. Rita, was ist passiert? Sag es mir. Hm? Vielleicht, ne, ich kann vielleicht alles wieder in Ordnung bringen. Da ist nichts mehr in Ordnung zu bringen. Hier hat es zwei Tote gegeben, hast du das vergessen? Ich denke, du hast mit der Sache nichts zu tun. Habe ich auch nicht. Na also, was redest du dann? Glaubst du, ich weiß nicht, dass man mich verdächtigt? Mit deinem Verhalten provozierst du das auch. Wie verhalte ich mich denn? Was hattest du hier überhaupt in dem Haus zu suchen? Das habe ich dir doch schon gesagt. Ich habe meine Handtasche vergessen. Was ist das eigentlich für ein Mensch? Dein Freund. Jetzt spielst du den Eifersüchtigen, ne? Ach komm, Rita. Ich will dir doch nur helfen. Versteh das doch. Es ist aus, finde dich damit ab. Ich will dich nicht verlieren. Wir sind bald 10 Jahre zusammen. Das ist vorbei. Irgendetwas ist passiert, das du mir verschweigst. Das spür ich. Du hast nie wirklich etwas für mich empfunden. Sonst hättest du dich längst scheiden lassen. Oh, entschuldigen Sie, Herr Direktor. Ich lege die Unterlagen hier auf den Schreibtisch. Ja, danke, Frau Heimer. Lässt du mal was von dir hören? Vielleicht. Man weiß ja nie. Vielleicht brauchst du irgendwann mal meine Hilfe. Ja. Herr Kress, Sie sagen mir nicht alles, was Sie wissen. Sie auch nicht. Was wissen Sie zum Beispiel über Lindström? Zeichnen Sie Telefongespräche auf. Herr Altig. Nein. Herr Altig, bitte, ja. Kann ich dir haben? Alles gesammelt und illegal aufgezeichnet, Herr Kress. Weiß ich. Aber Sie wollen sie haben? Ja. Erzählen Sie mir was über Plonzev. Ja? Hier der Auszug vom Telefoncomputer, von Mutter. Wollten Sie doch haben. Wiener. Es tut mir so leid mit Ihrem Bruder, Herr Altig. Entsetzlich. Frau Steger behauptet, sie hätte heute Nacht von ihrem Büro aus ihren Freund angerufen. Er sollte sie abholen. Polizei. Dr. Hensel, Sekretariat, Pförtner, meine Nummer. Polizeipräsidium, LKA Labor, Polizeipräsidium, LKA Labor. Ist das Ihre Nummer? Ja. Und aus. Sie hat ihn nicht angerufen. Also, wie kam Lindström dann heute Nacht hier auf den Hof? Es ist furchtbar, das alles. Kleiner Trost für dich. Auf einmal gibt es 2 Morde bei uns. Sag mal, was machst du eigentlich hier oben? Ich habe einen Auszug vom Telefoncomputer von heute Nacht zu Altig gebracht. Für Kress, oder wie der heißt. Der von der Mordkommission. Wie heißt der? Hamid? Ben Alal. Tag. Guten Tag. Guten Tag, Kriminalpolizei. Wir hätten Sie gerne gesprochen. Ja, bitte, kommen Sie rein. Danke. Ich gehe vor.
Hamid bin Allah. Ach so, mein Name ist Lindström. Johnson. Hi, Mann. Danke. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Was können wir für Sie tun? Womit handeln Sie eigentlich? Dürfen wir erfahren, worum es geht? Normalerweise ist es eigentlich immer so, dass wir die Fragen stellen. Dann fragen Sie. Wie heißt er? Adresse? Das ist auch illegal, was Sie da machen, Herr Altig. Wen haben Sie denn da sitzen in der Zulassungsstelle? Nehmen Sie mich fest, Herr Kress. Oder lassen Sie mich in Ruhe, ja? Das mache ich hier noch zu Ende. Also, die letzte Nummer MVM4715 war das. Wie heißt der? Hamid Ben Alal. Das gibt's nicht. Danke, ich melde mich. Hamid Ben Alal. Wir notieren alle Wagen, die hier in der Nähe des Firmengeländes parken. Das ist die Meldung 20.15 Uhr von Passauer. Wir notieren alles, auch wenn es nur Liebespaare sind. Ich muss telefonieren. Ja, das wär's dann eigentlich, meine Herren. Interhandel ist für Sie. Ja? Henry, hör genau zu. Und lass dir nicht anmerken, was ich dir jetzt sage. Okay, Leo. Ah. Nein, wir sind ja eigentlich fertig. Ja, und da können wir zusammen Mittagessen. Moment. Hallo, Leo? Ja, das können wir alles so machen. Ich habe keine Zeit, mit euch essen zu gehen. Ja, bis gleich, Ende. Vielleicht doch noch eine Frage. Ja, bitte. Wir gehen davon aus, dass Sie beide Gerd Altig und Knut Plonzew getötet haben. Wie bitte? Gestern Nacht war es so. Weil Sie an die U-Boot-Pläne wollten, oder? Können Sie sich das gar nicht vorstellen? Nein, überhaupt nicht. Aber wir sollten Ihnen eine Visitenkarte mitgeben, damit wir im Gespräch bleiben. Finger weg und Hände hoch! Und an die Wand! Hey, was soll das? Hände hoch! An die Wand, hab ich gesagt! Nicht dauern. Nun im Heilig. Kalim Mohammed, da. Was haben wir denn da alles? Das ist doch die Frau Steger. Sagen Sie bitte dem Pförtner Bescheid, er soll Sie nicht rauslassen. Herr Bachmann, Altig hier. Die Frau Steger darf das Firmengelände auf keinen Fall verlassen. Ja, Frau Steger, meine Leute haben Lars Lindström und Hamid Ben Alal festgenommen. Frau Steger, ich rede mit Ihnen. Man hat Lars Lindström 2 Millionen geboten für die U-Boot-Pläne. Wer ist Mann?